Längst zählt er zu den ganz großen Stars der Fußballwelt. Mit seinen tätowierten Oberarmen und der markanten Mähne fällt Thorsten Frings sofort ins Auge. Auf dem Platz marschiert der Nationalspieler stets voran und gerät so zwangsläufig oft in den Mittelpunkt, auch wenn er es gerade darauf eigentlich nicht anlegt. Ich versuche eben mein Privatleben extrem zu schützen und verhalte mich auch dementsprechend eben ruhig und eben ausgeglichen. Und auf dem Platz zählt für mich nur der Erfolg und dafür würde ich alles tun. Und da muss man eben auch mal seine schlimmen Seiten rauslassen. Schlimm wird es höchstens für seine Gegenspieler. Thorsten Frings ist nicht nur ein emsiger Kämpfer, der Athletik, Technik und Spielverständnis auf faszinierende Weise zum Vorteil seines Teams vereint, er ist zudem auch noch bemerkenswert torgefährlich. Wo Frings ist auch Erfolg. Kein Wunder, dass der Mittelfeldspezialist sich sowohl im Verein als auch in der Nationalauswahl zu einem echten Leader entwickelt hat. Mit dem Alter, mit den Spielen, die du hast und auch große Turniere mit der Nationalmannschaft, da wächst man natürlich auch als Person. Und ich bin halt jetzt in einem Alter, wo von mir eben verlangt wird, dass wir älteren Spieler den Laden zusammenhalten. Genauso wie das früher zum Beispiel der Dieter Alz gemacht hat, wird das eben heute von mir verlangt. Und wir müssen halt gucken, dass die jungen Spieler jetzt in die Spur kommen. An der Weser begann die erfolgreiche Bundesliga-Karriere des Thorsten Frings. Konsequent hatte der Aachener sein großes Ziel seit frühester Jugend verfolgt und erreicht. Viele junge Spieler und Kinder haben den Traum, Fußballprofi zu werden, und da gehört halt enorm starker Wille dazu, das auch umzusetzen. Natürlich auch, braucht man dafür auch ein bisschen Glück, aber ich denke, der Wille ist ausschlaggebend, im entscheidenden Moment eben sich auf den Fußball zu konzentrieren und alles andere auf die Seite zu schieben. Und ich denke, das war auch mit 18, 19 das Wichtigste, was mich auch geprägt hat. Sie prägt Thorsten Frings noch heute, diese einzigartige Zielstrebigkeit, diese besondere Fähigkeit, sich mit allen verfügbaren Kräften in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Es folgten die Stationen Dortmund und München, die Branchenriesen rissen sich um ihn und wurden nicht enttäuscht. An der Isar feierte Frings das Double. Im FC Bayern München, das war auch ein schöner Schritt, eben genau das krasse Gegenteil vom Trainer, ja, was ich hier in Bremen hatte und in Dortmund hatte. Aber ein sehr erfolgreiches Jahr und wir sind damals Deutscher Meister geworden und Pokalsieger. Und ich bereue das auf keinen Fall, dass ich da hingegangen bin. Das war eine sehr schöne Entscheidung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war schon sehr froh, dass ich wieder zurück zu Werder konnte. Es scheint fast so, als habe Thorsten Frings in Bremen seine sportliche Heimat gefunden. Dort wissen alle uneingeschränkt um seinen Wert. Dort ist er weiter gereift vom sportlichen Leistungsträger zum respektierten Wortführer. Wir sind ein Team und wir gewinnen das Spiel zusammen. Wir gehen jetzt raus und hauen die Scheiße weg! Ja! Diese seltene Mischung aus Aggressivität und Charme hat Thorsten Frings zum Weltstar gemacht. Zu einem, der keine Furcht vor großen Namen hat, weil er längst selbst zu ihnen gehört. Ein Vorbild für Millionen, einer, der als Fußballer genauso Verantwortung übernimmt, wie auch als liebender Familienvater. Gibt es eigentlich zwei verschiedene Leute. Einmal der Private, der ist eher ruhig und zurückhaltend. Und auf dem Platz, der ist halt enorm ehrgeizig und wie gesagt, würde alles dafür tun, um das Spiel zu gewinnen. Thorsten Frings ist nicht nur ein Siegertyp, er ist vor allem ein echter Typ. Eine charismatische Persönlichkeit, wie man sie heute leider viel zu selten findet. Auch im Ausland ist man längst aufmerksam geworden auf den 30-Jährigen. Man kann sich also fast sicher sein, Frings ist lange noch nicht am Ende seines Weges.